Hallöle, da sind wir wieder mit einem Unboxing. Und zwar heute, die Blockbuster-Box ist da. Juhu! Mal wieder riesengroß. Ja gut, nicht riesengroß, ich habe jetzt übertrieben, aber größer als sonst. Man kennt ja wahrscheinlich, der eine oder andere kennt die Standardgrößen, Boxen. Und Herr Bote hat es, man sieht es ja ein bisschen ramponiert. Ich hoffe, dass jetzt nichts Zerbrechliches drin war. Es geht noch. Es gibt schlimmere Kartons. So. Und ich habe eigentlich gedacht, ich kriege direkt alle drei Boxen: Gamebox, Legendbox und Blockbuster. Die ist jetzt alleine gekommen. Gut. Die anderen werden dann auch noch kommen. Macht nichts. Fangen wir mit der an. So, erstmal schön öffnen hier der ganze Korn. Ja, wenn er sich dann offen lächeln würde. Ach, wissen wir hier, ne? Also es ist so mit diesen... Alter, man sollte nicht auf sich... Kinder, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Man darf nie mit dem... Das auch nicht. Mit dem Messer auf einen zustechen und vielleicht hätte ich doch ein Messer nehmen sollen. Geht doch. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und bei dieser Kraftanstrengung, bei 50 Grad im Schatten, erstmal einen warmen Kaffee. Der war jetzt sogar heiß. Ja, frisch aufgebrüht. Egal. Schauen wir mal, was die Box so bereithält. Ein Zettelchen. Also ja, hier ist schon mal das Magazin. Diesen Monat ist Thema Dungeon, aber da wir jetzt gerade die Blockbuster-Box aufmachen, geht's halt um Blockbuster, nicht um Dungeon. Gut, vielleicht ist vom Dungeon was dabei, aber da warten wir auf die Legend Box. Schauen wir gleich mal rein. Das ist übrigens die vierte Box, Blockbuster Box, ja. Und die Game Box, die auch noch kommt, das wird die fünfte sein. Wollen wir mal schauen. Ah, bestes Item. Also, wie jeder kennt, ist dieses... So, langsam wird es langweilig. Ja. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn? Oh, noch so ein geiles Ding. Ja. Jetzt greifen wir mal nach was Kleinem. Klein. Hier ist nichts klein. Ist das? Ach komm, ich nehme das jetzt. Egal, was auch immer das ist. Meanwhile in the kitchen. Superman Egg Cup and Toast Cutter. Ja gut. Also ein Eierbecher und ein Toaststecher. Contents. Ja, ein Löffel, ein ja gut, ach, naja gut, man kann also hier, das ist der Eierbecher, ja. Superman Eierbecher und ein Eierlöffel und das Ding ist so eine Stanze, da kann man wohl den Toast mit stanzen. Das heißt, nachdem man den dann getoastet hat, so würde ich das jetzt hier mal deuten, haut man einfach dieses Superman-S ins Toastbrot hier. Ja. Und jetzt bin ich am überlegen, soll ich den mal rausholen? Oder, oh, komm. Das ist aber jetzt gerade... Nee. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Diese kleinen Kleberlis. Jo.
Ich mache den mal ganz vorsichtig ab. So. Scheiße, ja. So. Und dann schauen wir mal. Rein. Das, so. Puh, aus welchem Keller ist das denn rausgeholt worden? Oh. Designed in the UK, made in China. Aber die Fabrik, die muss irgendwo voller Schimmel und Dingens sein. Ich weiß es nicht. Achso, da ist nochmal ein Deckel auf dem Deckel. So, das ist dann jetzt der Ausstecher. Ach ja, gut. Sollen wohl wahrscheinlich der Griff sein. Und dann kann man hier auf dem Toast kann man sich statt S drauf pressen. Gut. Hier ist wohl halt Finger. So, dann haben wir hier den Eierbecher mit Löffel. Wow. Also ich würde mal sagen, das ist cool für Kids. Ja? Und fliegendes Ei. Dem Ei kann man sogar Mütze aufsetzen. Hab gerade kein Ei zur Vorführung da. Schade. Aber es ist, ja gut, jetzt kann man dem Ei ein Gesicht malen. Hängt man dem dann Dingens hier auf. Und wenn man Pech hat, fliegt es auch noch nach vorne. Nein, gut. Ja, lustiges Item. Aber doch eher, sage ich mal, für Kids. Um die zu bespaßen. Kommt ein bisschen blöd, wenn man da so mit einem Superman-Eierbecher sitzt. Ja. Gut. Das ist das. Lass mal das mal. Ne? Schauen wir mal, was haben wir denn da noch? Es sind so alle wieder so große. Halt! Hier ist was ganz, ganz minimales, kleines. Ein Bonbon. Center Shock Ghost. Haben die Jungs von Kingslut wieder sadistische Gedanken, ja? Wollen sie wieder die Unboxer? Ich erinnere mich an so einen sauren Bonbon. Ich weiß, irgendwas mit Lava war das. Vielleicht probiere es am Ende des Videos. Jetzt noch nicht. Ich So, das heißt, in den anderen Boxen wird das Ding auch drin sein, weil what? Ja, egal. Breaking Bad. Jeder kennt die Serie, vielleicht auch nicht. Ich fand sie geil, andere finden es nicht geil. Und zwar Jesse Pinkman, der kleine Dealer. Der Helfeshelfer von Walter White. Ne? Ist jetzt Collectible Figure, ne? Also Sammelfigur, die man wahrscheinlich nicht auspackt, weil wenn du die einmal auspackst, ist die Verpackung hinüber, weil die so verklebt ist. Die Figur an sich sieht ja, die sieht ganz cool aus, also muss man schon sagen. Ach, ist auch noch ein Preview Exclusive. Dann noch die Maske. Mal gucken, ob man das jetzt so hinkriegt. Ja, da ist der Jesse, ne, hier die Maske und dann ist das auch noch so ein Exclusive. Ich guck mal, ob man das Gesicht so ein bisschen besser erkennt. Ja. Und dann nochmal so von der Seite. Und ernsthaft? Ist egal, um welche Uhrzeit ich meine, so nimmt das Video auf.
Es kommt immer tatütata. Jetzt wisst ihr ungefähr, wer meine Videos verfolgt, wie nervtötend das ist, wenn man mehrmals am Tag die... Ne? Ja gut, egal. Weiter im Text. Ich schneide es auch nicht raus, sehe ich gar nicht ein. So, ja, ne? Der Jesse. Ist schon mal ganz cool. Also Breaking Bad, Superman. Was haben wir denn? Was ist denn da? Das fühlt sich kleiner an als das andere. Star Trek! So. Worf. Das. Es ist was zu basteln. Megablocks. Kubros. Oder Kubros. Das ist wohl eine Worf Megablocks Bastelfigur. Und mit 157 Teilen. So soll sie dann am Ende aussehen. Ja, so ungefähr. Und das ist die Nummer 9. Cool. Also, aha. Hier sind noch ein paar andere Modelle. So, ja, wir haben die Nummer 9. Also es gibt wohl hier einen Hunter, einen Kevin, Evil Minion. Ja, ja gut, das sind mehr Minions, also ja gut, zwei Minions. Dann Hellboy, der sieht ein bisschen popelig aus. Und den T8 Terminator. Ja gut, ne, geht. Ich glaube, ich gucke da mal rein, wie das... Es hat so was ein bisschen von Lego. Bin billig. Wobei das garantiert nicht billig ist. Aha. Einzeln verpackt. Das ist tatsächlich... Das ist tatsächlich... das ist wirklich eine billige Nachmache von Lego. Man sieht, ja, ich hoffe, man sieht hier so einen Baustein. Oder, warte mal. Was haben wir denn da noch? Ja, das sind... Das ist dann wohl die Anleitung. Ja. Ja, und wenn man sieht, ja, anhand der Anleitung, sieht man schon, dass es... den Lego-Baustein nachempfunden ist, ja. Also zum Beispiel hier die Klötzchen erkennt man ja eigentlich sofort, ne? Das hat, auch wenn man sich die jetzt genauer anguckt, dann sieht man schon von der Aufmachung. Ich guck mal, ob man das von der Aufmachung, zum Beispiel von hinten, sieht man sehr gut, dass das so nachgemachte oder halt dem Lego-Bausteinen ähnlich. Halt Lego, ne? Ja, Worf in Billig-Lego. Habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, das verspricht viel Bastelei. Finde ich aber trotzdem ganz witzig, dass es auch mal sowas gibt. Ja, so eine Lego-Figur. Sieht jetzt nicht authentisch aus, sieht eher spaßig aus. So, da haben wir schon jetzt haben wir zwei Figuren. Ja, Moment mal. Es wird verrutscht. So. Huch, jetzt habe ich mich leicht gespoilt. Egal, ich nehme mal das nächste. Star Wars. Finished Product Image. Ja, jetzt haben wir einen Sandwich-Stecher. Jetzt haben wir einen Sandwich-Maker. Was geht denn hier ab, ey? Pouch Sandwich Shape. Nee, Quatsch.
Shaper auch. Also wir können jetzt unsere Sandwiches jetzt modellieren, wie wir haben wollen. Superman, Star Wars, da geht es ab. Und zwar contains, ja gut, hier haben wir nochmal die Teile, die beinhaltet sind. Und hier auf der Rückseite soll das Endprodukt sein, ja. So soll es dann aussehen. Der getoastete Millennium Falcon. Und, warte mal, hier war doch irgendwo, aha, 20 Sekunden, was? 20 Sekunden eine Mikrowelle? Oder, ja, wahrscheinlich eher ein Ofen. Sieht aber eher aus wie ein, hier ist auch noch die Anleitung dazu, wie das Ganze zu handhaben ist. Und, ich würde ja gerne mal da reinschauen, das ist ja verklebt wieder schon mal, das scheiß Tesafilm, ey. So. Dann schauen wir mal, wie der denn in die Packung denn überhaupt aussieht hier. Ja, das ist. Okay, 1, 2, 3. Da ist dann nochmal die Anleitung, glaube ich. Ja. Ja gut, hier ist nochmal die Anleitung in groß. Und in Japanisch. Und Englisch. Japanisch und Englisch. Also kommt das wohl ursprünglich da so aus der Japan-Ecke. Die sind ja so bekloppt, ne? So, und dann, ach du Schande, da kann man auch noch. Mit Marmelade oder so ein Kack. Ja, das ist ja. Kann man auch noch füllen. Und dann. Hä? Was ist das denn? Ach du meine Güte. Ja, hier sind sogar noch Rezepte. Hier sind auch noch Rezepte bei. Jo. Gut, das muss dann. Aha. Ja, dann hat man dann halt den ganzen Kram hier wohl, dass man, aha, das kommt wohl dann so da rein. Das kommt nach unten, egal. Ach ja. Und das ist wahrscheinlich, das, aha, der Zwischenraum. Dann wird das wohl oben drauf gestöpselt. Also ich muss jetzt mal gerade sagen, dass das Plastik ja wohl ein bisschen verformt ist. Wie soll man das Ding da reinkriegen? Das hat ein mächtiges Ei. Oh Gott. Lego Fano. Ja, ich denke mal, das soll dann und dann irgendwie hier so drauf und zu und... Ja. Ich will jetzt nicht zu viel basteln. Okay, also man kann sich damit offensichtlich dann halt ein Sandwich machen mit Inhalt und dann halt sich hier diesen Millennium Falcon zusammenstößeln und hat so kleine Sandwich Falten, Millennium Falcon mit Füllung. Also so nach der Anleitung. Vielleicht probiere ich es mal aus. Schauen wir mal. Okay. Kommen wir zum nächsten. Na, komm mal her. Hoho, Popfigur! Tada! Und diesmal ist es Kate Austin von Lost. Ich hole das mal aus dieser Verpackung. Die King's, den King's Shield von King's Loot. Da ist noch die Schutzfolie drauf. So, deswegen so milchig, aber... Man kennt es ja, wenn man die anderen... Boah, derjenige, der verpackt hat, hat aber ein paar schmierige Finger. Ferkel. Fingerabdrücke drauf. Bah. Ja, das ist also die Kate von Lost. Und ja, die Serie Lost selber habe ich mir nie angeguckt. Hat mich nicht wirklich interessiert.
Ja, und das ist halt eine von sieben möglichen Popfiguren aus jetzt diesem Reihe, aus dieser Reihe. So, nochmal so von der Seite ein bisschen. Ja. Und hier nochmal illustriert. Dann hast du einen Jake Shepard, James Ford, John Loki, Hugo Reyes und Jacob und Man in Black. So, ja, also hier sind noch die anderen möglichen Popfiguren der Lost-Reihe, also dieser Lost-Reihe. Ich weiß jetzt nicht, ob Funko da noch ein paar andere hat. Das ist ja manchmal, was ja von einem Film oder Serie, hast du ja schon mal so mehrere Serien, die verbunden sind, Entschuldigung. Ja, Popfiguren gehören einfach in meine Sammlung, ist so. Gut, Lost ist jetzt, ist jetzt nicht Highlight, aber ist scheißegal. Ne? So, was haben wir denn da jetzt, da ist noch eins. Note, und wieder mal so ein Schild zum Aufhängen, haben wir schon mal gehabt. Demnächst kann ich die ganze Tür damit. Notice, this area is under 24-hour video surveillance. Haben wir schon mal so ein Auge, was dich beobachtet. Und ich denke gerade nach Blockbuster. In welchem Film das Auge da nochmal war. Ja, komme ich jetzt nicht drauf. Aber das ist wieder so ein. Das sind zwei Metall. Das sind, glaube ich, diesmal ist das ein bisschen anders hergestellt als das letzte Schild. Ja. Aber sehr massiv. Kann man auch wieder festnageln, schrauben, wie auch immer. Ist auf jeden Fall aus Metall. Da ist nicht Metallbohrung drin. Aber irgendwie ein bisschen anders gemacht als beim letzten Mal. So, was haben wir dann noch? Ah ja, wieder Werbung. 3 für 30. Ich dachte, die Aktion wäre schon vorbei. Jetzt neu. King Shop Special. 3 Shirts für 30. Gut, offensichtlich ist das jetzt nicht, mehr zeitlich beschränkt oder eingeschränkt. Weil ich sehe keine weitere Infos auf kingsloot.de Shop. Ja gut, wahrscheinlich. Schwitz. Wahrscheinlich kriegt man dann da gesagt, wie lange diese Aktion dann halt noch dauert. Aber sonst war das immer so eine zeitlich begrenzte Aktion. Kann man machen. Auf jeden Fall, da sind T-Shirts aus den vergangenen Lootboxen. Und wenn man sagt, boah, da waren einige, die mir gefallen haben, dann bestellt man sich das. Kriegt man 3 random Shirts. Also man wählt die nicht aus. Also zumindest war das vorher so. Ich weiß nicht, ob man die mittlerweile auswählen kann, aber vorher war das immer random. So, steht jetzt hier nicht zufällig oder sonst, da steht gar nichts. Aber wie gesagt, die weiteren Infos auf kingsloot.de/shop. Ja, so, und dann schon. Oh, jetzt wird auch eine gespoilert, jetzt aufpassen. Blockbuster ist hinten. Machen wir mal hinten. So. So, Lost. Kate ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten aus dem legendären so sehr. Weiß ich nicht, hab's nicht. So, Star Trek, TNG. The Next One, ja. Die Kubrus-Figur, Worf, Star Wars Sandwich-Former. Mit diesem Sandwich-Former kannst du Toast in Falkenform kreieren. Da macht das Essen doch gleich viel mehr Spaß. Abwarten. Weil, wenn du dir da einen abwirkst und das nachher und dann nur noch Pampe bei rumkommt, dann hast du keinen Spaß mehr, dann hast du Wut. So, Premium Metall. Das Schild ist wieder exklusiv. Dieses Schild warnt vor der totalen Videoüberwachung, aber pass auf, dass dein Überwachungscomputer kein Eigenleben entwickelt. Ich komme nicht drauf. Ich habe das garantiert gesehen. Ich komme nicht drauf. Superman. Ah, okay. Das war jetzt pro Item. Der Eierbecher ist pro Item mit dem Toast Cutter.
So, ja, und dann haben wir noch den Jesse Pinkman. Gut, pro Item geht, ja. Ich sag mal so, wenn ich jetzt pro nicht bestellt hätte, wäre ich jetzt nicht traurig gewesen. Sagen wir es so. Ne? Also, aber es gab Boxen, wo ich sagte, puh, gut, dass ich pro bestellt habe. Aber diesmal, ne? So. Ja, das war dann schon die Blockbuster-Box. Ja, Highlights. Definitiv, wer mich kennt. Popfigur. Ja, tatsächlich, das muss ich sagen, das ist schon interessant, auch wenn das jetzt so, ich sage jetzt mal, billig Lego ist, Kubros. Ich bin mal gespannt, wie die Figur nachher aussieht. Und vielleicht zeige ich das beim nächsten Unboxing der nächsten Blockbuster Box, weil ich werde das jetzt nicht direkt in der Eile zusammenschustern. Ne? So, und den Pinkman finde ich auch ziemlich geil. Auspacken werde ich ihn wahrscheinlich nicht, weil Werte halt. Ist auch irgendwo, müsste doch ein Boden bei sein, oder? Eine Bodenplatte. Ne, ist keine bei, glaube ich. Doch, da. Da ist ein. Ja, doch. Ja. Ja, das Schild ist auf jeden Fall witzig. Also ich habe noch andere. Ich weiß nur nicht, wo man die dann aufhängen soll. So viele Schilder, Warnschilder. Vielleicht mal so ein Wechsel. Ja. Der Eier. Ach Quatsch, nicht der Toastformer hier. Ist auf jeden Fall ein. Das fällt doch noch auseinander. Ist eine nette Idee, auf jeden Fall. Allerdings in der Praxis muss man noch testen. Also, ob der geil ist oder nicht. Verspricht dir, dass ich, also, muss ich mal testen. Ich muss dem Ding eine Chance geben, aber ich finde schon allein die Tatsache, die Herstellung, wenn man das mal sich hier genau anguckt, hier, die kann, man sieht, das geht so nach innen, ja, so ist nach innen gewölbt, als wäre das Plastik ein bisschen warm geworden und, weil es eigentlich genau so eckig sein sollte. Also man ist dann da ein bisschen am Rumfuhrwerken, das da reinzukriegen. Wenn man jetzt natürlich dann das Toastbrot und plus Inhalt da versucht, da rumzuquetschen, muss man da mal schauen. Bin mal auf das Ergebnis gespannt, wenn ich mich da mal daran traue. Ansonsten, ja, das war ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall interessant. Ja, und den Superman-Becher würde ich ganz klar der Kinderabteilung zuordnen. Ja, beste für Kids. Ne? Hier hast du dein Superman-Ei. Passt gut drauf aus, sonst fliegt es weg. Und bevor ich es dann vergesse, hab den so im Augenwinkel, den Schock. Und danach, darauf wartet ihr ja, ne? Den Schock. Den Center Shock. Und Center Shocks, wer sie kennt. Ich verwandle mich jetzt in Geist, ne? Ihr wisst schon, wenn ich jetzt auf einmal weg bin. Boah! Er fängt ja. Oh, Alter! War widerlich. Oh. 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 Das ist jetzt. Boah. Oh. Oh, jetzt macht's der Kopf. Boah. Jetzt geht's. Boah. Oh. Sorry, das war wirklich nicht übertrieben, aber wer Center Shock kennt, die sind ja extrem sauer. Aber oh, was zum F... Boah.
Du hast direkt auf der Hülle, in dem Moment, wo es einwirfst, zang, kriegst du aber volle Ladung, kriegst du die saure So, King's Loot. Wenn ihr dieses Video gerade seht und mittlerweile weiß ich ja, dass ihr mal hier und da reinschaut und danke. Also ich glaube, demnächst bin ich vorsichtig, wenn sowas in der Box liegt. Das ist schon jetzt, also diese Lava-Bonbons, naja gut, waren sauer. Aber das ja, das war eine A-Aktion. Gib zu, das habt ihr so, tun wir mal einen Schmankerl rein. Gummibärchen, Pillepalle, ist was für Weicheier. Tun wir mal hier Center Shock rein. Ghost! Und was? Boah, mir verschlägt die Sprache. Was soll ich sagen? Ich werde mich jetzt verdünnisieren. Geisterartig. So, jetzt als Kaugummi. Cool. Kann man kauen. Aber der Einwurf, bestialisch. Boah. Also wer richtig sauer mag, ist damit bestens bedient. Ich bin auch einer, der mal gut sauer essen kann, aber für mich ist das einfach übertrieben. Übertrieben sauer. So ekelhaft. Das ist. Nee, das war wirklich ein Schock. Also für all jenigen, die geil finden, Respekt. Meins wär's nicht. Ich weiß, dass die Dinger garantiert in der Gamebox und in der Legendbox auch drin sind. Die werde ich aber da nicht probieren. Ja. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, man sieht sich wieder bei der Legendbox und die Gamebox, die auch in Kürze hier eintreffen werden. Hoffe ich. Mit Center Shock Ghost. Danke, King's Loot. Die lachen. 100% hängen die da, wenn ihr die. Ja, danke. Ja, in diesem Sinne, nächsten Monat, die es schon mal wissen wollen, ist Thema War dran. Das gibt Krieg. Auf jeden Fall. Und die Horrorbox. So. Ja. So. Ich habe euch schon einen schönen Tag gewünscht und alles. Ne? Ich bin schon übersäuert gerade. Ja. In diesem Sinne, schwitzt schön. Tue ich auch gerade, weil es hier warm ist. Bye. Ciao.